Ja, das ist. Die schlechten Nachrichten überbringt, hat die Arschkarte gezogen. Das ist Red River, Howard Hawks, 1948, auch ein wunderbarer Film. Und das ist eben die klassische Konfliktlösung im Western. Da sind zwei Leute, zwei Parteien und die streiten sich, also gerne auch über Land oder diese Stadt ist zu klein für uns beide, bei Sonnenuntergang wirst du nicht da sein. Und dann sagt er, nö. Und dann, ja, dann schießen die eben und in der Regel, das ist ja das Tröstliche am Western, ist dann verwundet im linken Arm, aber der Gute gewinnt dann. Also das ist, so läuft das eben und das ist ja auch eigentlich prima so. Ich hätte ja auch nur diesen Showdown machen können, dieses Schießen, aber die Szene beginnt ja ein bisschen früher. Und konflikttheoretisch ist das nämlich auch ganz interessant, weil hier angedeutet wird, dass es natürlich auch theoretisch, nicht im Western, aber theoretisch auch noch eine andere Lösung des Konflikts gibt, wenn die beiden Kühe gezeichnet werden. Da sagt ja der kleine Junge, der Matt, das ist aber meine Kuh. Und damit deutet der Film an, und das wird dann auch ein Leitmotiv in dem ganzen Film, der ja einen riesigen, wunderbaren Viehdreck zeigt. Also der Film deutet an, theoretisch kann man zum Beispiel Eigentumskonflikte, wem gehört die Kuh, dadurch lösen, dass man sich zusammentut, eine Gesellschaft gründet. Also das ist auch durchaus im amerikanischen Modell und im Western-Modell möglich. Klingt kompliziert irgendwie. Wieso? Er hätte ja auch den kleinen Jungen erschießen können. Ja, aber nicht. Ja. Wäre mehr Action gewesen. Er hat wahrscheinlich den ganzen Film gemacht. Der ist hier dann gleich zu Ende und danach ist dann nicht mehr der kleine Junge da, sondern Montgomery Clift, der also eben ja ganz zauberhaft ist. Aber auch problematischer. Ja, die Geschichte des Films geht dann ja so, dass der taffe John Wayne, der immer tougher und sturer geworden ist, eben einen Fehler macht bei diesem Track und Montgomery Clift ihm das Vieh wegnimmt. Und die haben dann ganz am Schluss des Films, stoßen die praktisch ja sein Ziehsohn, da gibt es einen Showdown zwischen John Wayne und Montgomery Clift. Und im Drehbuch war das so, dass die sich, John Wayne erschossen wird von Montgomery Clift. Aber das haben sie zum Glück nicht so gemacht, sondern es ist dann so, dass die sich prügeln und dann kommt wieder die Frau, die rettet das dann immer. Die Frau ist das Gute und die Zivilisation, die sagt, die schießt dann so ballert so in der Gegend rum und sagt, hört auf mit dem Blödsinn. Ja, so sind wir Frauen. Ja, das finde ich auch toll. Bist du dir ja sicher? Ich hab's einfach so gesagt. Ich frage nur mal nach. Ich hab's einfach so gesagt. Also die Frauen, die ich kenne und die ich verehre, die sind eben so. Und dann lachen die und umarmen sich und der Film ist aus und ist alles ganz wunderbar. Aber wie gesagt, Vergesellschaftung, eine gemeinsame Firma gründen, kann eine Möglichkeit sein, den anderen nicht erschießen zu müssen. Also ist denn jetzt John Wayne der Gute oder ein Bösewicht? Das war mir jetzt nicht klar, weil er hat ja jetzt auch wieder jemanden erschossen. Fand ich jetzt auch so ein bisschen voreilig, hätte ich persönlich nicht. Na, der andere hat zuerst gezogen. Im Western ist es immer so, wer zuerst zieht, darf erschossen werden. Und da wird man auch nicht vor Gericht gestellt. Nö, dann werde ich mich dem auch fühlen. Gut.